Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute! Es ist viel passiert in den letzten Tagen. All diese Ereignisse werfen Fragen auf, die mich als Politiker, Unternehmer, Familienvater und Staatsbürger umtreiben und nicht mehr ruhig schlafen lassen. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ich bin bestürzt über die Verlängerung der Maßnahmen. Sie legen Deutschland damit sprichwörtlich still. Und bitte, wir sind uns darüber im Klaren, dass die gefährdeten Gruppen geschützt werden müssen. Das haben wir hier auch oft genug gefordert. Aber welchen Wert hat für Sie die Lebensleistung derer, die Sie mit Ihren Entscheidungen abhängen? Wo ist Ihr Respekt vor der Würde der Menschen, vor unserem Grundgesetz? Wirtschaftlich und mental hinterlässt diese Bundesregierung ein Trümmerfeld. Nun, Frau Dr. Merkel, haben Sie den gesamten Prozess wirklich vom Ende her gedacht? Das entspricht doch eigentlich Ihrem Credo. Warum werden nicht auch für Sie kritische Stimmen in die Entscheidungsfindung einbezogen? Wie wissenschaftlich ist dieses Vorgehen? Als Oppositionspartei streiten wir als AfD für vernünftige und verhältnismäßige Lösungen. Sie diffamieren uns an jeder Stelle mit allen Mitteln. Herr Münzenig hat heute wieder das beste Beispiel gegeben. Wir sind gewählte Abgeordnete. Wir repräsentieren die Teile der Bevölkerung, die uns ihre Stimme gegeben haben. Und als Mitglied der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag kann ich nur sagen, das sind über 12% oder 6 Millionen Wähler. Mit Ihrem Vorgehen diffamieren Sie also nicht nur die AfD. Sie spalten unsere Wähler von der Gesellschaft ab und bieten ihnen trotzdem keine überzeugenden Konzepte an. Wir alle, liebe Kollegen, sind hier, um als Politiker gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu gestalten. Dabei sollten wir die breiten gesellschaftlichen Diskurse einbeziehen. Aber Sie, Frau Bundeskanzlerin, entscheiden nur zwischen Schwarz und Weiß. Und dabei glauben Sie sich immer im Recht. Sie und Ihre Bundesregierung setzen sich über die parlamentarische Demokratie hinweg. Die Mitglieder dieses Hohen Hauses erfahren schon am Dienstagmittag aus der Presse, auf welche Maßnahmen sich die Ministerpräsidenten geeinigt haben. Es scheint wie aus einem Drehbuch, dass diese am darauffolgenden Tag nur noch hier durchgewunken werden. Apropos Drehbuch. Herr Bundesfinanzminister, den wievielten Nachtragshaushalt wollen Sie eigentlich noch stricken? Wer bezahlt die immer neuen Rechnungen für die erkauften Hilfsleistungen? Es sind wieder, ich kann es Ihnen sagen, die Arbeiter, der Mittelstand und die kleinen Handwerker. Heute, morgen und in der Zukunft. Es ist mir wirklich schleierhaft, wie ein Sozialdemokrat so unsozial den Arbeitern gegenüber sein kann. Und eines steht fest: Europa, was Ihnen ja so am Herzen liegt, schaden Sie damit nachhaltig. Und Herr Linnemann, als Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU, haben Sie doch im letzten Jahr richtigerweise darauf hingewiesen, der Mittelstand benötigt Planungssicherheit. Wie erklären Sie den Gewerbetreibenden, den Unternehmern und Gewerken die Entscheidung Ihrer Partei? Spielt die soziale Marktwirtschaft überhaupt noch eine Rolle in Ihrem Denken und Handeln? Mit der Aussetzung der Insolvenzpflicht bis 31.03.2021 spricht man mittlerweile von über 800.000 Unternehmen, die irgendwie künstlich am Leben erhalten werden. Wie planen Sie das aufzufangen, Herr Bundeswirtschaftsminister? Auch werden schon Hilfen bis Mitte 2021 avisiert. Herr Altmaier, ein erfolgreiches Unternehmen braucht Kapital, Kunden, Umsatz und Mut. Und wie möchten Sie die alten und neuen Unternehmen eigentlich motivieren, weiterzumachen? Für mich als Unternehmer ist Motivation die treibende Kraft. Auf Ihre Garantien hingegen, das haben Sie bewiesen, sollte man sich wirklich als Selbstständiger nicht verlassen. Werte Kabinettsmitglieder, wer oder was ist für Sie eigentlich systemrelevant und womit unterstützen Sie diese Menschen? Beispielsweise das medizinische Fachpersonal, das seit Jahren funktioniert und heute in völliger Unterbesetzung die Umsetzung Ihrer unverhältnismäßigen Maßnahmen garantieren soll. Und Herr Brinkhaus, Sie haben ja x-mal heute Danke gesagt. Die Menschen haben schränkeweise voll mit Danke. Mein Vorschlag: Schaffen Sie endlich Entlastung, indem das systemrelevante Personal aller Branchen ab sofort von der Lohnsteuer befreit wird. Ich garantiere Ihnen, diese Menschen halten das Geld nicht fest. Sie bringen es nicht in Steuerparadiese. Sie werden es sofort wieder im eigenen Land ausgeben, denn sie brauchen es, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und ihre Familien zu unterstützen. Mit solchen Maßnahmen würden Sie eine wahre Verbundenheit dem Volk gegenüber zeigen. Und Frau Bundeskanzlerin, eines muss ich Ihnen ja zugestehen. Sie scheinen Ihren Willen bedingungslos durchzusetzen. Aber Ihr Handeln hat Unsicherheit
und Ängste bei den Menschen unseres Landes erzeugt. Nicht Corona hat dieses Land in eine tiefe Depression versetzt. Das waren Sie, Frau Merkel, Sie mit Ihrer Politik, die Sie als alternativlos ansehen. Aber geschieht das wirklich noch zum Wohle des deutschen Volkes? Und sind das nicht nur verzweifelte Versuche, die eigene Macht zu erhalten? Und werden Sie eigentlich dem Anspruch noch gerecht, dieses Land zu führen? Das sollten Sie sich wirklich fragen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Alexander Dobrindt, CDU/CSU. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich ist es so, dass viele Menschen sich dieses Jahr 2020 anders vorgestellt haben. Natürlich so, dass wir uns dieses Jahr auch ganz anders vorgestellt haben. Und natürlich ist es auch für viele ein Eingriff in ihr persönliches Leben, wenn sie mit den Entscheidungen der Politik zurechtkommen müssen. Es empfinden sehr viele auch als Belastung, ihr Leben jetzt nicht vollkommen frei und selbstbestimmt wie gewohnt führen zu können. Viele sind wirtschaftlich belastet, ja. Viele fühlen sich auch emotional und sind emotional belastet, ja. Aber genau auch deswegen wollen und müssen wir die Perspektive geben, wieder für einen ungeschränkten Alltag. Und das gibt uns die Zuversicht und die Kraft, jetzt die Einschränkungen auch zu akzeptieren. Wir wollen 2021 zum Jahr machen, wo wir Corona hinter uns lassen. Und die Erfolge bei der Impfstoffentwicklung, die geben uns genau diese Perspektive, meine Damen und Herren. Wir wissen, dass wir den Virus besiegen werden, aber der Kampf ist noch nicht gewonnen. Und auf dem Weg dahin, da ist das Schutzgut, das all diesen Belastungen gegenübersteht, die Gesundheit und das Leben vieler Menschen. Und diese Gesundheit und das Leben dieser Menschen wollen wir jetzt besonders achten. Und das, Kollege Chrupalla, das ist der Respekt vor der Würde des Menschen, nicht die Ignoranz eines Virus.